Hallo zusammen und willkommen auf den Malediven. Heute ist der erste Tag bei uns und leider haben wir heute direkt total schlechtes Wetter. Wir waren gerade frühstücken und ich gehe jetzt erstmal aufs Zimmer und dann gucke ich, was ich hier mache, denn es regnet und windet total. Ja, und keiner ist gerade irgendwie am Pool oder am Strand, deswegen ja, mal gucken. Auf jeden Fall wird es was mit Stricken zu tun haben. Ich werde an meinem Oatmeal-Sweater ein bisschen stricken. Den habe ich auf der Hinreise begonnen und habe auch schon ein ganz gutes Stück geschafft. Ja, und jetzt gucke ich mal, ob ich mich doch irgendwie raussetzen kann oder ob es zu nass wird. Aber hier ist es ja eh so, dass es, wenn es mal regnet, nie so besonders lange regnet eigentlich und dann direkt wieder schön wird. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wo ich hier gerade bin. So, das ist das Rückenteil meines Oatmeal-Sweaters und das habe ich alles auf der Hinreise gearbeitet schon. Das sieht erstmal noch nicht so viel aus, aber das hat ganz schön viel Arbeit gemacht und das macht es wirklich super Spaß. Mittlerweile habe ich auch den Rapport drin, das heißt, ich muss nicht mehr nachgucken. Es ist so, dass der Rapport aus 8 Reihen besteht. Und da werden dann eben die Zöpfe gearbeitet. Ja, und da mache ich jetzt ein bisschen weiter. Ich glaube, ich muss noch mal so viel arbeiten für das Rückenteil, dann ist das fertig. Und dann werden da Maschen aufgenommen. Hier, wo der Maschenmarkierer ist, hier werden Maschen dann für die Schultern aufgenommen. Und ja, ich bin sehr zufrieden. Das macht super viel Spaß, daran zu arbeiten. Das ist wirklich ein Genussstricken, also es ist wirklich total relaxed und man ist halt langsam, ja, aber es ist nicht schlimm, weil man verliert nicht die Lust, es macht einfach immer Spaß und ich brauche auch immer so eine Herausforderung. Ich habe ja sehr viel glatt rechts gearbeitet in letzter Zeit und ja, deswegen bin ich ganz froh über dieses Projekt und ja, mal gucken, ob mir auch nicht zu warm wird mit der Wolle hier. Im Moment geht's. Also es ist auch nicht so warm gerade, dadurch, dass es ja so ein bisschen regnet immer mal wieder gerade. Und ich habe hier eine wunderschöne Kulisse. Da lässt es sich auf jeden Fall aushalten. Und ich stricke jetzt mal ein bisschen.
So, ich habe ein neues Projekt angefangen und zwar konnte ich es nicht abwarten und habe mein Angel Tea angeschlagen, ob ich das zeigen kann. Ich habe hier die Short Rows gestrickt. Das ist ja dazu da, um den Nacken zu formen. So, da ist die Sattelschulter. Und ich habe beide Seiten, also beide Schultern, jetzt geformt und dann geht es weiter mit den Schulterzunahmen und ich stricke die Rundhalsausschnittvariante, also ein Rundhals-T-Shirt. Und hier könnt ihr übrigens sehen, wie meine Berechnungen so aussehen, falls euch das auch mal interessiert, wie ich das so mache. Ich habe nicht mehr viel Akku, deswegen muss ich jetzt mal gucken, was ich euch da zeigen kann. Ja, und zwar habe ich hier ganz oben die Größen stehen. Ich stricke Größe 3, das sind für einen Brustumfang von 84 bis 87 cm. Und dann habe ich oben die ganzen Maße stehen, wie zum Beispiel die Armlochtiefe, Oberarmumfang und so weiter. Ja, und hier berechne ich das dann. Ich habe hier zum Beispiel ausgerechnet, dass ich bei Größe S 77 Maschen anschlagen muss und ich komme nachher auf 230 Maschen auf Höhe der Brust und das entspricht einem Ease von 0 cm. Ich habe mich entschlossen, bei dem Angel Tee kein Positiv Ease zu machen, aber auch kein Negativ Ease. Ne? Also hier seht ihr, bei der Zeile Ease steht 0. Die anderen Größen sind jetzt noch die Maße vom Angel Sweater. Die stimmen natürlich nicht. Ich habe jetzt bisher nur Größe 3 berechnet. Jo, und ich werde jetzt erstmal Mittagessen gehen, beziehungsweise ein spätes Mittagessen, weil hier ist es schon 15 Uhr. Aber wir sind auf den Malediven 3 Stunden später dran. Das heißt, eigentlich ist es ja jetzt erst 12. Und ich bin natürlich noch an Deutschland gewöhnt und deswegen habe ich jetzt auch Hunger. Und jetzt gehen wir mal was essen. Das Wetter hat sich verbessert. Es ist immer noch sehr bewölkt, aber es regnet nicht mehr und es ist nicht mehr ganz so windig. Ich war auch schon im Wasser. Ja, und jetzt sitze ich hier auf meiner Liege unter diesem schönen Sonnenschirm. So einer ist das. Ja, es ist auch nicht so warm. Ich schätze mal so 26 Grad vielleicht. Also es ist nicht ultra heiß und das finde ich eigentlich sehr angenehm. Aber es wird nächste Woche auf jeden Fall noch heißer. Von daher, ja, genieße ich jetzt das einfach mal. Guten Morgen. Heute ist Sonntag. Sind wir doch schon ein paar Tage da. Wir sind ja Donnerstagabend angekommen. Die Zeit vergeht so schnell hier im Paradies. Und ich habe gerade gefrühstückt und gehe gerade zu unserer Beachvilla. Das ist hier ja direkt am Strand. Also hier seht ihr die Häuschen. Und so ein Häuschen haben wir auch, nur ein bisschen weiter hinten. Ja, und dann werde ich mir mein Angel Tee schnappen und ein bisschen dran weiter stricken, denn ich bin noch ein bisschen müde. Jetzt so nach Frühstück und ja, mit der Zeitumstellung, weil wir gehen hier um 9 Uhr frühstücken, das ist nach deutscher Zeit aber eigentlich 6 Uhr. Und so ein bisschen habe ich damit noch zu kämpfen. Ja, deswegen stricke ich jetzt ein bisschen an meinem Angel Tee weiter, das zeige ich euch gleich. Da habe ich nämlich schon fast zur Runde geschlossen. Nein, Quatsch, falsch. Ich habe schon zur Runde geschlossen, aber die Ärmel teile ich bald schon ab, weil ich da schon einiges dran gemacht habe, wenn man den ganzen Tag Zeit hat. Ne? Da kommt was zusammen. So, ja, und da werde ich jetzt ein bisschen weiter stricken. Natürlich draußen auf der Liege. Und dann werde ich ein bisschen baden gehen und wir haben auch vor, heute zu schnorcheln. Ja, ganz entspannt und dann mal gucken.
bin jetzt wieder in unserem Zimmer. Das hier ist unser persönlicher Strand sozusagen, beziehungsweise teilen wir uns den mit 7 Parteien. Da gibt es unten die Beachvilla und oben gibt es auch nochmal Zimmer. Es ist aber noch keiner hier unterwegs am Strand. Ja, das Schöne ist, man ist direkt am Wasser. Das heißt, wenn man baden geht, dann kann man direkt sich wieder abduschen gehen. Das ist ja super, weil ich so eine empfindliche Haut habe. Ich könnte das gar nicht hier dann so lange liegen mit Salzwasser. Und hier hat man diesen wunderschönen Ausblick. Da hinten ist die Insel schon zu Ende. Also die ist wirklich nicht groß. Und in die Richtung geht es natürlich schon noch ein bisschen weiter, aber ja, die ist wirklich sehr klein. Ja, ich werde auf jeden Fall demnächst mal baden gehen, aber jetzt werde ich erstmal mich noch ein bisschen hinsetzen und gemütlich stricken und ein bisschen erstmal die Seele baumeln lassen, weil das Schöne ist ja, ich muss nichts tun und da muss man sich auch erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, ne? Und auch sich selber nicht so diesen Druck zu machen, dass man jetzt ja unbedingt was tun muss. Das ist ja so ein Quatsch, ne? Ich bin ja hier, um eben nur das zu machen, worauf ich Lust habe. Ja, und wenn ich jetzt Lust habe zu stricken, dann tue ich das. Ich werde mich jetzt mal hier hinlegen, denke ich. Ich würde auch noch gerne ein, zwei Worte zum Thema Kosten sagen. Denn es ist wahrscheinlich ziemlich interessant für einige von euch, was man eigentlich so zahlen muss, wenn man auf die Malediven möchte. Und ja, natürlich ist es kein günstiges Reiseziel. Entschuldigt bitte, dass ich die Sonnenbrille aufhabe, aber ich kann uns gar nicht gucken. Also das ist ja, das ist nicht so einfach für mich, weil ich super lichtempfindlich bin. Also ich habe ja so helle Haut und bin da empfindlich, aber meine Augen sind ja auch hell und die sind auch empfindlich. Deswegen entschuldigt bitte, dass ich so unhöflich bin. Ja, zum Thema Kosten. Wir sind ja für 12 Tage hier, beziehungsweise es sind im Endeffekt 9 ganze Tage hier. Und also wir kamen ja donnerstags abends an und am Sonntag geht es wieder nach Hause. Das heißt, man ist halt einfach sehr lange unterwegs, ne? Also wir waren am Mittwoch sind wir los um 15 Uhr in Stuttgart, sind nach Frankfurt gefahren und dort geht dann ein Direktflug hier nach Male. Und der geht 10 Stunden. Und dann sind wir angekommen und mussten noch mal eine Stunde mit dem Inlandsflieger fliegen und dann mit einem Boot zu dieser Insel. Also die Anreise ist nicht zu unterschätzen, ne? Und das ist halt auch der Grund, dass wir Business geflogen sind. Ja, das ist nochmal teurer, aber wir machen das so, dass wir beim Check-in, da gibt es ja dann diese Restangebote, da werden die relativ günstig dann noch angeboten. Und ich glaube, zwischen 600 und 900 Euro on top, pro Person natürlich. Ja, aber für die Entspannung, also ich glaube, wenn ich mir schon Malediven leiste, dann sollte man nicht am Flug sparen. Ganz ehrlich, das macht keinen Sinn, wenn man dann total erschöpft ankommt. Und ich mit meinen Hüften, ich bin letztes Jahr Economy geflogen, 10 Stunden. Das war der Horrortrip wirklich, das mache ich nicht mehr. Ja, ich habe kein Auge zugedrückt, ich habe mich nur durchgequält die ganze Zeit. Also, nee. Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall günstiger, in der Nebensaison zu gehen. Das heißt, wir sind ja jetzt Ende Oktober oder Mitte Oktober. Und da ist es auf jeden Fall wesentlich günstiger als in der Hauptsaison. Die kommt ja jetzt erst noch. Und ja, das ist jetzt hier das Ende der Regenzeit. Das heißt, man hatte auch noch ein paar Regentage manchmal. Wobei diese Regentage hier sind immer ein bisschen anders, weil dann regnet es. Vielleicht 5 Minuten,
dann warte man noch 5 Minuten und dann ist es schon wieder trocken und man kann sich wieder überall hinsetzen. Also das ist anders als bei uns. Das macht überhaupt nichts, wenn es mal regnet. Ja, und wie ihr seht, haben wir jetzt ja auch wunderschönes Wetter. Ja, ich hätte mich jetzt auch in die andere Richtung drehen können, damit ihr den schönen Hintergrund habt. Aber naja, also, so intelligent war ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau, Kosten sind gewesen pro Person. Ich bin da einfach ganz transparent mit euch, weil es bestimmt interessant ist. All-inclusive, das ist hier ein 5-Sterne-Resort. All-inclusive waren 3.600 Euro pro Person, inklusive allem. Außer das Business-Class-Upgrade natürlich, das kommt noch hinzu. Aber ja, das ist so das, was wir hier in Summe zahlen. Und das ist natürlich schon nicht wenig, aber ich finde, für das, was man hier bekommt, das ist das wirklich wert, weil das ist hier einfach wirklich perfekt. Der Service ist perfekt. Ich drehe euch mal kurz um. So, ihr müsst ja nicht mich die ganze Zeit sehen. Das ist nämlich mein Ausblick jetzt. Das ist für mich auch perfekt, also besser geht's nicht, dass man direkt das Meer vor der Tür hat. Das ist ja so, wie man sich eigentlich seinen perfekten Urlaub vorstellt, zumindest wenn man Strandurlaube mag. Und das Wasser ist badewannenwarm. Das ist wirklich, da könnte man theoretisch den ganzen Tag einfach sich treiben lassen. Ja, und hier sind überall Palmen. Man bekommt ja auch regelmäßig Kokosnüsse hier von den Palmen angeboten. Wir haben hier eine Minibar inklusive und sogar eine Spirituosenbar. Was ein bisschen verrückt ist, hier hängen halt dann die Gin- und Wodkaflaschen im Zimmer. Naja, also ich brauche es jetzt nicht, aber für manche vielleicht interessant. Und ja, der Himmel ist ziemlich dunkel, aber das stört mich nicht. Man sieht ja, dass es trotzdem ziemlich sonnig ist. Ja, es ist einfach schön. Ich glaube, wir haben wieder so 29 Grad, würde ich sagen. Das wird wahrscheinlich die nächsten Tage etwas wärmer. Wir haben schon geguckt in der Wettervorhersage. Also ab morgen ist das Wetter wohl komplett wolkenfrei. Dann wird es nochmal heißer. Ja, und ich habe hier jetzt, wenn ich schon diese Ansicht habe, mein Angel Tea. Kann ich das jetzt schlecht zeigen. Aber hier habe ich die Schulter schon geformt und ich bin jetzt bereits bei den Raglan-Zunahmen. Hier unten. Und ich will euch hier nicht meinen Speck zeigen. Ja, und dann kann ich die Ärmel schon abteilen. Ich bin ja mega gespannt, wie das wird, weil ich trinke das ja aus der Merino-Seide von Woolen Forest. Ja, natürlich wieder Woolen Forest. Guck mal, ob ich das hier so ein bisschen anders machen kann. Moment. So geht es auch vielleicht. Jetzt seht ihr nur meine Beine. Das ist vertretbar. Kriege ich das hier hin? So rum. Das ist so butterweich, das Material. Also das ist ja 50% Merino, 50% Seide. Und ich habe der Alex gesagt, sie muss das auch unbedingt außerhalb der Saison verkaufen. Also auch im Herbst und Winter, weil sie nimmt das ja aus dem Sortiment in der Zeit, weil es ja ein Sommergarn ist eigentlich. Aber ich finde, dadurch, dass ja auch Merino drin ist, ich kriege das hier nicht hin, das vernünftig zu zeigen. Dadurch, dass ja Merino drin ist, finde ich, ist das auch nicht. Also es wärmt, glaube ich, trotzdem ganz gut. Also wenn ich es jetzt so anfasse, ist es nicht. Es ist butterweich, aber es ist jetzt nicht so, dass es kühl ist. Weil Seide kühlt ja eher immer, aber das ist wirklich richtig weich und kuschelig. Ja, da stricke ich jetzt mal ein bisschen dran weiter. Thank you.
war gerade schnorcheln und gehe jetzt zum Mittagessen. Das war richtig schön, aber ich finde es richtig erschreckend, wie kaputt die Korallen mittlerweile sind. Ups, mir rutscht hier fast das Handy runter. Ja, das ist halt hier gibt es halt Hausriffe und ich glaube, das ist relativ normal, dass die hier so ein bisschen schon kaputter sind. Wenn man dann so Touren macht weiter außerhalb, sieht das Ganze natürlich besser aus, aber trotzdem, ich war vor 14 Jahren das erste Mal auf den Malediven, da sah das Ganze noch nicht so schlimm aus. Nun ja, aber es war trotzdem schön. Jetzt gehe ich zum Mittagessen. Besser. Ich glaube, morgen wird noch mal ein besserer Tag vom Wetter her. Und hier sind dann die ganzen Wilden. Hier sind einer da hinten. Wir haben gerade einen Milchshake getrunken. Und jetzt machen wir noch einen Abendspaziergang hier am Strand. Und um 20 Uhr geht es dann zum Essen. Und heute essen wir einem Restaurant hier, das so Fusionsküche hat. Das ist sehr lecker, da freuen wir uns schon drauf. So eine längliche. Eine längliche. Komm raus. Nee, die ist jetzt verschreckt. Ist alles voller Krebschen. Kleine Krebschen.
Party. Die gehen jetzt alle tanzen. Heute Montag und ich war gerade frühstücken und ich merke, dass mein T-Shirt, das ich anhabe, heute viel zu warm ist. Die letzten Tage ging das, aber heute ist der Wind nicht mehr da und es ist richtig warm, jetzt schon so früh, es ist 9:45 Uhr. Ja, und deswegen werden wir jetzt gleich schnorcheln gehen. Ich werde mich jetzt noch eine halbe Stunde hinsetzen, weil der Mann noch beim Yoga ist. Ja, ich habe da keine Lust drauf. Aber schnorcheln gehen, das schon. Das heißt, wir treffen uns dann um 11 zum Yoga. Und ja, jetzt werde ich erstmal aufs Zimmer gehen. Um zum Zimmer zu kommen, geht man hier immer diesen Palmenweg entlang. Das ist echt schön gemacht. Hier ist man dann auch geschützt von der Sonne. Ja, und wir haben ja unser Zimmer gewechselt. Wir waren erst hier auf der rechten Seite. Es war aber so, dass der Strandabschnitt auf der Seite. Huch! Ich habe gerade eine Unterhaltung gestört. Und da fahren immer solche Autos hier lang, die einen auf die andere Insel bringen. Denn auf der anderen Insel, die beiden sind über den Steg miteinander verbunden, da gibt es noch einige andere Sachen. Also da ist so mehr Trubel. Wir wollten aber lieber auf die entspanntere Seite. Und letztes Jahr waren wir nämlich auf der, ich nenne sie mal Partyinsel. So schlimm ist es nicht, aber da ist schon recht viel Programm abends und das ist nicht so unseres. Wir wollen es ein bisschen ruhiger. Genau, und wir haben das Zimmer gewechselt, weil der Strand auf der anderen Seite, hier ist unser Zimmer, sehr abfällig war. Also da war so eine Kante, wie soll ich das sagen, der Sand hatte sich abgetragen und da konnte ich so schlecht runterkommen mit meinen Hüften. Ja, da bin ich auf jeden Fall schlecht runtergekommen mit meinen Hüften. Das hört sich echt so an, als wäre ich viel älter, als ich bin, ne? Aber es ist halt leider so. Ich sag ja mal, ich fühle mich wie eine fast 35-Jährige, wie im Körper einer 85-Jährigen.
aber so langsam wird es besser. Also schnorcheln gehen geht, auch wenn es mich schnell erschöpft, aber ja, so ist es halt. Und hier ist der Strand jetzt komplett flach, also wie auch für Kinder geeignet. So, ich wollte euch noch meinen Fortschritt zeigen, weil natürlich habe ich auch fleißig gestrickt. Und zwar habe ich ja mein Angel Tee angefangen. Es ist ja hier sehr warm und deswegen habe ich bisher nicht an meinem Oatmeal-Sweater weiter gestrickt. Ich glaube, den Oatmeal-Sweater verschiebe ich auf abends, weil dann geht das. Und das ist jetzt mein Angel Tee. Oh, und ich liebe es jetzt schon total. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Ja, ich habe ein paar Sachen verändert. Natürlich erstmal die Maschenprobe, weil das stricke ich ja aus der Merino-Seide von Woolen Forest. Das ist butterweich, aber nicht so kühlend wie reine Seide, sondern hat auch so einen wärmenden Effekt durch den Merino-Anteil. Es ist relativ schwer, mit dem Garn sauber zu stricken. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich denke, es wird nach dem Waschen noch besser. Aber ich zeig's mal von hinten. Ja. Ja, es ist schon okay, ne? Aber es ist nicht das einfachste Garn. Ja, und genau, andere Maschenprobe. Ich habe 27 Maschen auf 34 Reihen. Und ich habe das ganze Shirt enger gemacht. Also wir sind vorher beim Angel Sweater bei 10 cm positiv Ease gewesen und ich habe es jetzt auf 0 Ease gesetzt, also dass es an der Brust einfach nicht zu eng und nicht zu weit ist, sondern direkt aufliegt. Nach unten hin, je nachdem, ob man nach unten hin noch etwas breiter wird, ist es dort nicht eng anliegend, sondern locker und das finde ich ganz gut. Und ich habe die Armausschnitte verkleinert. Die sind wesentlich kürzer als beim Angel Sweater, weil das hier natürlich nicht nötig ist oder auch nicht gewollt, wenn der Ausschnitt jetzt hier unten hängt, ne? Wie bei einem Pullover. Das heißt, der ist jetzt hier ungefähr. Also so klassisch T-Shirt-Länge einfach. Also vom Umfang her habe ich, glaube ich, sogar 6 cm weggenommen. Dadurch ist natürlich auch der Ärmel wesentlich enger. Und ich habe mir überlegt, daraus eine Langarm-Variante zu stricken, also ein Longsleeve, weil ich eben so viel Wolle habe. Mal gucken. Kommt natürlich auch drauf an. Aber ich werde auf jeden Fall dann noch ein Exemplar mit kurzen Ärmeln stricken. Ja, und der Ausschnitt ist gleich geblieben. Der ist genauso wie beim Angel Sweater und die Konstruktion halt auch, ne? Also mit der contiguous Schulter. Da hat sich nichts verändert. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Vielleicht kann ich ja schon auf dem Rückflug tragen. Das wäre cool, da müsste ich aber Gas geben, ne? Aber ja, ich habe ja Zeit hier. Ich bin ja nicht so viel aktiv wie meine bessere Hälfte. Also er ist wirklich, der geht jeden Morgen zum Yoga. Da fühle ich mich immer schon ein bisschen irgendwie wie so ein faules Stück. Aber er geht jeden Morgen zum Yoga. Der hat noch heute Nachmittag einen Tauchkurs. Nee, nicht einen Tauchkurs, einen Tauchtrip. Er hat insgesamt 3 Stück, das heißt heute, morgen und am Freitag. Dann geht er natürlich auch öfter schnorcheln, also ich sehe den hier kaum. Aber das ist okay, weil er ist halt eher so ein Aktivurlauber und ich bin eher so ein, allein schon mit meinen Hüften, so ein Chiller. Ein Chill-Urlauber und ich will halt lieber hier schön auf der Terrasse liegen, am Strand liegen und baden gehen und ein bisschen stricken. Das ist so meine Vorstellung von einem gelungenen Urlaub. Aber Schnorcheln ist auch gut, deswegen ja, gehen wir jetzt dann gleich los zum Schnorcheln. Und wenn ich wiederkomme und der Herr auf seinem Tauchausflug ist, ich tauche übrigens nicht, ne? Also ich habe nie einen Tauchkurs gemacht und ich habe das irgendwie verpasst in jungen Jahren, als wir das erste Mal auf den Malediven waren. Ich habe heute festgestellt, dass das schon 24 Jahre her ist. Also ich war da, es war im Jahr 2000,
Ich war 10 oder 11 Jahre alt. Das ist so krass. Und da war ich noch zu jung, um einen Tauchkurs zu machen. Und dann hat das nur meine Familie gemacht und ich nicht. Ja, und dann habe ich das irgendwie nie nachgeholt. Und heute bin ich zu ängstlich dafür, das noch zu machen. Also ich merke, ich werde immer ängstlicher, je älter ich werde. Und ich sehe echt wild aus hier. Die Luftfeuchtigkeit ist so hoch. Die Haare sehen eigentlich immer scheiße aus. Aber ist ja egal, ne? Ihr seid ja nicht hier, damit ich hübsch aussehe. Ach. Naja, auf jeden Fall werde ich dann später hier noch ein bisschen weiter stricken. Ja, und was wollte ich sagen? Genau, und am Donnerstag habe ich Geburtstag. Und das ist natürlich cool, dass wir hier sind, aber ich mag nicht so richtig, wie der Geburtstag kam. Ich werde jetzt 35 und es ist halt so, ich habe jetzt meine kompletten 30er mit meinem Hüftthema verbracht. Ich habe, seit ich 30 bin, eigentlich Hüftschmerzen bzw. Rücken. Es fängt bei mir alles mit Rückenschmerzen an. Und bis ich erstmal herausgefunden habe, dass das von der Hüftdysplasie kommt, da ist auch eine Zeit vergangen. Also ich habe mich ganz lange mit dauerhaften Rückenschmerzen geplagt. Also ich habe jetzt wirklich seit 5 Jahren dauerhaft Schmerzen. Also 24/7 habe ich Rückenschmerzen, beziehungsweise Übergang Hüfte, Rücken, unterer Rücken und Hüfte und so im Beckenbereich, ja. Und das irgendwie ist das... Scheiße. Und deswegen mag ich nicht älter werden, weil ich denke, ja toll, die Zeit vergeht, aber meine Schmerzen sind immer noch nicht besser, obwohl ich so viele Operationen hatte. Ich war ja letztes Jahr um die Zeit schon mal hier, beziehungsweise da war es kurz vor meinem Geburtstag und das war kurz nach meiner ersten OP. Und ich weiß noch, dass ich da nicht so aktiv war wie jetzt, ne? Das ist ja klar. Ich bin natürlich schon aktiver geworden, aber trotzdem... Es ist bei weitem nicht so, wie dass das gut ist. Also da muss noch viel passieren. Und ja, ich frage mich, was da noch besser wird. Ob ich einfach viel Geduld brauche. Oder, ne? Entschuldigt. Ich bin immer noch, ach, das ist diese Klimaanlage hier. Das ist etwas, was mich nervt. Diese Klimaanlagen hier sind viel zu kalt eingestellt. Und man kann das nicht umstellen, beziehungsweise man kann es, aber sobald man die Tür aufmacht zur Terrasse und wieder zu, resettet sich die Klimaanlage und geht wieder an und macht wieder ultra kalt. Und ich kriege meine Erkältung, die ich von Corona noch hatte, die triggert das total. Ja. So, jetzt ist aber gut. Ja, genau, ich habe Geburtstag und es ist natürlich schön, dass wir den hier feiern können. Aber so richtig feiern, weiß ich nicht, ne? Also ich möchte eigentlich nicht älter werden gerade. Ich möchte irgendwie die letzten Jahre nachholen noch, ne? Und ja, auch so Richtung vielleicht Familiengründung und so, ne? Das ist mir irgendwie bisher alles verwehrt geblieben. Aber es geht natürlich nicht, wenn man... so Schmerzen hat und gerade im Beckenbereich, wo eine Schwangerschaft nun mal stattfindet. Ja, und ich habe auch seit den OPs eigentlich noch mehr Probleme mit meiner Statik. Ich habe mir das Becken operieren lassen, beziehungsweise die Hüftpfanne habe ich mir operieren lassen. Meine Hüftpfanne ist von Geburt an zu kurz, das heißt, der Hüftknochen wird nicht richtig abgedeckt. Und dadurch ist die Hüfte nicht stabil und die Muskulatur drumherum krampft, weil sie eine Schutzspannung erzeugt. Ne? Und das ist halt das, was mir die Schmerzen macht, diese Schutzspannung. Und die ist auch leider nach den OPs nicht weggegangen. Und ich habe mir das eben, die Hüftpfanne, die wurde rausgeschnitten, gedreht, sodass sie meinen Hüftkopf abdeckt wieder. Und dann wieder festgeschraubt mit großen Schrauben, die da in meinem Becken waren. Und das habe ich auf beiden Seiten machen lassen. Und ja,
Auf der anderen Seite hatte ich noch eine Arthroskopie. Das würde ich nicht nochmal machen. Das war sehr unnötig und hat mir nichts gebracht. Nur zusätzliche Schmerzen. Ja, und das ist jetzt im Prinzip alles ein halbes Jahr her. Also die Arthroskopie war im Mai. Und meine letzte richtige Knochen-OP, sage ich mal, war im Dezember. Das heißt auch fast ein Jahr. Und die erste OP war letztes Jahr im Juli. Ne, also das ist schon ein bisschen Zeit vergangen, auch ja, wenn es noch nicht so viel ist. Also da meine Narben sehen auch noch recht frisch aus und so. Also da, ich denke, da wird sich noch was verändern. Auch mein einer Oberschenkel ist noch komplett taub. Also der Hautnerv ist verletzt worden und ich hatte da auch Nervenschmerzen eine Zeit. Die sind zum Glück weggegangen, aber mein Oberschenkel ist sehr empfindlich, da bitzelt alles, wenn ich den anfasse. Also ich kann da auch nichts drauflegen oder so. Das ist echt alles so ein bisschen doof. Aber naja, das ist nicht so schlimm, ne? Das Schlimmste ist einfach, dass meine Muskulatur weiterhin so weh tut und krampft die ganze Zeit. Naja, jetzt Schluss mit Krankheiten, aber ich habe es hier zumindest mal erzählt. Vielleicht kennt ihr das ja, also es haben nämlich relativ viele Frauen gerade auch eine angeborene Hüftdysplasie und bei vielen auch unentdeckt, die einfach viele Probleme macht, ne? Weil das Gemeine ist, dass die Symptome bei einer Hüftdysplasie ganz unterschiedlich sein können. Das heißt, man kann auch gar keine Schmerzen an der Hüfte haben wie ich, sondern nur Rückenschmerzen am Anfang und niemand guckt nach der Hüfte und am Rücken ist nichts, ne? Ich war dann im MRT, im Röntgen, überall. Nee, ist nichts am Rücken. Okay. Ja, und so Nackenschmerzen habe ich ja auch immer. Ich habe auch Probleme mit meinen oberen Halswirbeln. Das kommt halt von der Statik, weil alles schief ist und dann zieht sich das nach oben. Und das kann halt auch sein, dass man einfach Bandscheibenvorfälle bekommt. Ohne Grund. Und ja. Das ist ganz oft das Thema Hüftdysplasie. Das ist die häufigste angeborene Fehlbildung der Hüfte. Und meine ganze Familie hat das ja. Das kam aber erst raus, nachdem ich so Probleme bekommen habe, dass mein Bruder dann gesagt hat, hey, irgendwie habe ich auch so ein bisschen immer wieder so Schmerzen im Popo. Und meine Mama, die hat auch immer mal wieder Schmerzen. Die ist aber halt schon über 60 und hat gut durchgehalten, ohne viel Schmerzen. Bei mir, mich hat es halt getroffen. Ich bin halt eh so ein, ich bin sehr mobil. Ich habe sehr lockere Bänder und nicht viel Muskulatur, schon immer wenig Muskulatur, weil ich mich nie gern bewegt habe. Ich habe halt immer schnell Rückenschmerzen bekommen bei Sport. Ja, jetzt weiß ich auch warum. Und ja, das, so ist es, ne? Also, ja, vielleicht kennt das jemand von euch, das Thema Hüftdysplasie ist auf jeden Fall eine richtig blöde Sache und man sollte das wirklich nachprüfen. Es wird ja in einer U3-Untersuchung als Baby wird das ja gemacht mit Ultraschall, dass geguckt wird, ob das Baby eine Hüftdysplasie hat. Aber das wird oft übersehen und oft entwickelt sich das auch erst in den nächsten Monaten, also im ersten Jahr oder in den ersten 2 Jahren entwickelt sich das auch oft erst. Ne? Und ja, dann entdeckt man das nicht. Also man muss echt gucken, dass man, wenn man, also ich muss gucken, da ich ja das vererben kann, das wird vererbt, dass ich bei meinen Kindern gucke dann, dass das gut untersucht wird, weil die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering ist, dass die das auch kriegen, ne? Ja, naja, wie gesagt, so viel dazu. Ich habe jetzt eine lange Laber-Session eingebaut, aber ja, ich hatte jetzt gerade Zeit und ich mache mich jetzt mal fertig zum Schnorcheln und gehe dann rüber auf die andere Insel, weil wir wollen zum Hausriff. Das ist auf der anderen Insel. Da sieht man nämlich richtig schöne Sachen und wir haben die GoPro dabei. Es ist leider ein älteres Modell, die Qualität ist nicht so gut, aber vielleicht schaffe ich das hier so ein paar Videoclips vom Tauchen einzublenden. Und ich werde den Markus bitten, dass er bei seinem Tauchkurs auch ein schönes Video macht, das ich mit einblenden kann, damit ihr mal seht, wie die Unterwasserwelt hier ist.
Und es ist natürlich hier am Hausriff nicht ganz so schön wie wirklich weit draußen, wenn man einen Tauchkurs macht. Da sieht man nämlich auch Haie und Rochen habe ich auch gesehen, aber Muränen und ja, ganz tolle Tiere. Clownfische habe ich immerhin auch gesehen hier schon, aber einen Hai habe ich noch nicht gesehen. Und das wäre schon noch mal cool, auch einen Hai zu sehen. Ja. Das sind halt so kleine Haie, ne? Babyhaie, die machen auch nichts. Ja, ich würde mal sagen, bis bald. Und ich gehe jetzt zum Schnorcheln. Ich habe hier schon meinen Sonnenschutz an. Ich bin ja mal super empfindlich. Ich verbrenne ja immer sofort. Ich werde ja nicht braun, sondern nur rot. Deswegen, ich bin mit 50 plus eingecremt und komplett im Schwimmoutfit. Ja, so soll es sein, weil hier verbrennt man wirklich super schnell. Und gerade heute ist es noch wärmer, also ganz schön warm. Ja, ich gucke jetzt mal, ob ich hier so ein Auto erwische, so ein Tuk-Tuk oder ja, es ist eigentlich wie so ein Tuk-Tuk, ne? Erwische, das hatte ich mich mit auf die andere Seite nehmen. Ansonsten gehe ich halt zu Fuß, auch nicht so schlimm, ne? Trainiert meine Hüften. Paddel-Yoga auf dem Plan. Ich glaube, das wird den Markus nicht so freuen. Ich sehe ihn auch schon. Ja, ich werde mir jetzt einen Drink an der Bar holen, bis er fertig ist. Ich glaube, das geht noch 10 Minuten. Und dann gehen wir hier schnorcheln. Wir gehen da hinten schnorcheln. Da ist nämlich das Hausriff. Da muss man ein Stück gehen. Also diese Insel hier ist wesentlich weitläufiger, deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt rübergefahren wurde. Ja, und hier ist die Poolbar. Die sieht im Prinzip sehr ähnlich aus wie bei uns. Aber man hört es auch schon. Hier ist auch so ein bisschen jetzt schon Musik. Drüben ist es erst eher abends. Ist alles etwas größer.
warte dann mal, bis das Paddel-Yoga fertig ist, aber sie scheinen am Ende zu sein. Ja, und man sieht hier auch, bei uns drüben kriegen wir Gläser, ne? Kriegt man nur Plastik-Gläser. Das ist jetzt kein Riesenunterschied, ne? Aber die Kleinigkeiten machen es irgendwie aus. Und ja, drüben ist schon nochmal alles ein bisschen hochwertiger. Aber es ist natürlich auch teurer als hier, ne? Also es ist nicht so, dass wir hier unzufrieden waren, aber als wir das drüben gesehen haben, da dachten wir, ja, nächstes Mal machen wir das auf der anderen Seite. Allein schon, weil die Essensmöglichkeit viel besser ist. Da gibt es mehrere Restaurants zusätzlich und man kann eben auch hier auf die Insel, wenn man drüben wohnt. Aber es ist so, die hier sind, können nicht auf die Insel drüben. ja, also das ist natürlich dann ein Unterschied. Und es ist deswegen drüben auch wesentlich ruhiger. Naja, ich genieße jetzt mal mein Getränk und dann gehen wir schnorcheln. So, ich bin jetzt wieder zurück vom Mittagessen und jetzt mache ich es mir hier am Strand gemütlich. Das Schnorcheln war heute richtig cool bis zu einem gewissen Punkt. Da hat mich die Strömung überrascht, beziehungsweise uns beide, aber vor allem mich, und hat mich über das komplette Riff getragen und ich habe teilweise richtig Panik gekriegt, dass ich da aus offenem Meer plötzlich rausgespült werde und Markus hat mich dann gerettet. Der hat ja die Taucherfahrung auch und oh, das war keine so schöne Erfahrung. Ich habe mich auch ein bisschen am Fuß verletzt. Ja, also das Meer ist unberechenbar und wir waren wirklich nicht weit draußen, ne? Also das war eigentlich kein Problem, aber es war irgendwie am Übergang, so, wo es schon ein bisschen tiefer wurde, und an diesem Übergang ist irgendwie dann die Strömung so stark. Und letztes Jahr bin ich da auch schon geschnorchelt an der gleichen Stelle. Da war eigentlich gar keine Strömung. Deswegen hat mich das wirklich ziemlich überrascht. Wird mir halt echt eine Lehre sein, da besser aufzupassen. Ist alles gut gegangen, wäre auch nichts passiert wahrscheinlich, aber ja, ich hatte einfach Panik. Ich bin da auch so ein Schisser und die Strömung, die war so stark, dass ich, wenn ich gegen angeschwommen bin, mich gar nicht vom Platz bewegt habe. Und ich habe auch gelernt, man soll das nicht machen, gegen die Strömung anschwimmen, sondern sich treiben lassen und dann diagonal sich zurück zum Ufer bringen zu lassen. Ja, ich war ja zum Glück nicht alleine. Ich finde, ich habe es mir jetzt wirklich verdient, ein bisschen zu stricken. Habe ich nämlich heute noch gar nicht gemacht und wir haben jetzt 14 Uhr. Es hat sich hier auch ein bisschen zugezogen, das Wetter jetzt. Also es ist jetzt nicht ganz so krass sonnig. Ich trage übrigens mein Lili-Camisole mit Bikini drunter. Perfektes Wetter dafür hier. Und jetzt stricke ich ein bisschen an meinem Angel-Tee. Und höre vielleicht auch ein bisschen Podcasts oder Hörbuch oder vielleicht auch gar nichts. Mal gucken. Aber ja, hier ist jetzt erstmal keiner sonst. Ich zeige euch jetzt nochmal die Sicht aufs Wasser.
Mal gucken, kann ich mich hier drehen? So sieht es gerade aus. Und das sind irgendwie unsere Nachbarn. Ah, der telefoniert gerade. Ja, ansonsten ist es hier aber sehr ruhig. Ich sag dann mal bis morgen.